Was geht ab, Freunde der Nacht? Ich habe uns wieder Final Fantasy 15 gebracht. Und zwar fahren wir jetzt zum Kap Kaim. Kaim, ja. Und ich wollte euch einfach nur mal diese Optik auch zeigen. Also, es ist ganz nice, auf jeden Fall. Menschenskinder! Ich finde es auch sehr schön. Ausblick. Ja, so könnte ich jetzt einschlafen. Jetzt schlafen? Seht euch das an, das ist doch echt sensationell, oder? Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaltet habt. Supportet das Ganze, ne? Däumchen nach oben, schreibt mal ein bisschen was in den Kommentaren, auch Verbesserungen oder... Wow. Ja, seht ihr diese riesige wozu ihr Lust habt. Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten Flüsse der Welt. Wie wohl die Aussicht von der Brücke ist. Wowie, wowie ist die Aussicht. Und abonniert mich, das wäre auch ganz nice. Das sieht echt schön aus. Doch. Alle 2 Minuten halten die hier an. Ja, dann müssen wir hier runter, ne? Müsste hier unten das Refugium sein. Natürlich sind hier unten Gegner. Was für eine hübsche Farbe. Okidoki. Auf geht's! Gut gemacht, Jungs! Alles in Ordnung bei dir? Klar, schließlich habt ihr mich beschützt. Wo soll denn hier das Refugium sein? Da. Okay. Das jetzt über mir? Nein. Plöpp. Voll. Hier gibt es noch eine Kleinigkeit abzustauben. Erzsphäre, okay. Sind wir jetzt überall voll? Ja, jetzt schon. Nice. Sind wir da? So, dann rasten wir nochmal. Das war ja von allen der Wunsch. Ja, wie gefällt euch das Spiel? Schreibt mir das mal bitte. Das wäre nice. Also, mir gefällt schon sehr. Jetzt ist zwar ein bisschen... Also, was heißt blöd, ne? Also, es ist, du musst jetzt erstmal die Hauptstory spielen, weil es sonst einfach nicht weitergeht. Schütz für euch, so. Das ist zwar ein bisschen blöd mit diesen Straßensperren, aber, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Yummy, yummy. Können wir ähnlich, also weiter. Das werde ich bis zum nächsten oder übernächsten Video geklärt haben, dass wir wieder neue Fotos machen können. Weil diese Ladezeiten, die sind schon manchmal ein bisschen störend, ne? Aber das haben fast alle Spiele, deswegen lohnt es sich da eigentlich gar nicht, sich drüber aufzuregen.
Weil man kann es eh nicht ändern. Ja, bitte okay, weiterfahren. Los? Ja. Sonst heulen sie nämlich weiter rum. Hm. Okay, du bist durch also den Tunnel. Zuständig. Das bin ich. Gladi, hilfst du ihm nicht? Nockt? Gelegentlich. Ist mir neu. Ich helfe! Ich bin fürs Tischdecken zuständig. Eine tolle Arbeitsteilung habt ihr, Jungs. Olle Meckerzicke. Sind wir da? Ja, wow, ist es. Ignis, danke fürs Fahren. Ha. Gerne. Hoffentlich geht es Talcott gut. Das werden wir jetzt wohl mitbekommen. Nockt. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Danke für diesen Tipp. Herzlich willkommen. Oh ja. Vielen lieben Dank. Das sind neue Sachen. Kaufen wir uns einfach. Aber ich muss aufpassen. Okidoki. Vielen lieben Der Dank. Kann auf jeden Fall weg. Donnerkeil. Kraftschild. Hartschneider. Okay. Dann verkaufen wir die. Bis bald. Aber brauchen wir nicht verkaufen. Wir rüsten das nur aus. Lassen wir es erstmal so. Okay, das ist natürlich blöd ein bisschen. Wegen dem Money Money. Ach, steigen wir rauf? Sicher sehr windig da oben. Aber die Aussicht ist bestimmt... Oh, da ist Sid. Da seid ihr ja. Habt den Wagen gehört und wollt euch begrüßen. Oh, das ist lieb, Sidney. Iris verlässt die Gruppe. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Vielen Dank fürs Heilen. Großvater schraubt am Boot rum. Das dauert sicher noch eine ganze Weile. Ist es kaputt? Naja, ein paar Teile sind hinüber. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen. Na, großartig. Aber Großvater gibt nicht auf, ehe das Boot wieder in Schuss ist. Allerdings braucht er ein paar Ersatzteile. Könntet ihr euch darum kümmern? Was meint ihr? Ja, ja, selbstverständlich. Etwas Hilfe hatten wir schon von Dustin und Monika. Die beiden haben fast alles aufgetrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt von ihnen. Sie gehört nicht umsonst zur Königsgarde. Das Einzige, was die beiden nicht aufspüren konnten, ist ein seltenes Mineral namens Mithril. Dieses Erz wird hier nicht abgebaut. Der kleine Stups aus Insomnia hat uns aber einen Tipp gegeben. Talcott? Genau. Der Junge ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Am besten ihr fragt ihn. Er kann euch mehr sagen. Okay. Okay. Großvater ist unten am Boot. Nehmt's mir nicht übel, aber ich werde in der Werkstatt gebraucht. Tut mir leid, aber ihr kommt klar, oder? Ja. Hallo, Prinz Noctis. Das hier ist unser neues Zuhause. Bitte, tritt ein. Dann machen wir das. Okay. Hat Tante Sid
Whitney euch schon erzählt, dass sie für die Reparatur des Bootes ein Mineral namens Mithril braucht? Nördlich der Wasserfallhöhle gibt es einen See und eine alte Ruine. Dort gibt es angeblich Mithril. Das habe ich aus Opas Notizbuch. Alles klar. Im Notizbuch von meinem Opa stehen viele interessante Dinge über viele interessante Orte. Der See, mit ihr von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Oder seid ihr schon fertig zum Aufbruch? Ne, wir gucken uns auf jeden Fall nochmal vorher um. Oder auch nicht. Auch noch abgesperrt. Auch noch abgesperrt. Wir müssen tatsächlich noch die Missions machen. Okay. Dann machen wir das jetzt noch. Hauen wir das einfach mal mit rein. Iris. Wir sind fertig. Lass uns bitte kurz allein. Was? Oh. Dann warte ich drinnen auf euch. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Wie jetzt? Ich würde mich gern etwas abseilen. Okay. Ja. Gladio, wenn du meinst. Wir könnten dich eh nicht aufhalten. Du kennst mich einfach viel zu gut. Also, bis dann. Okay. Ei. Ei. Drei sind einer zu wenig, da haben sie recht. Da haben sie recht. Dumm, 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 dumm. Das ist immer schön. Okay. Warten wir mal ab, was das jetzt noch gibt. Schauen wir mal, ne? Die Post geht weiter. Schön. Ja, scheint interessant zu werden. Ja, einige Tage später. Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Sieht nicht aus, als wollten sie uns aufhalten. Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Langsam habe ich genug von ihm. Kanzler Isunia.
Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außerdem sind wir nur zu dritt. Ich wünschte, General Kor wäre bei uns. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Im Gegenzug für ihre Hilfe beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Mildazio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Okay, dann fahren wir noch bis zur Ruine. Ja, wir fahren noch bis zur Ruine zusammen. Also die Optik, da haben sie sich erst was geleistet, was Gutes. Nein. Diesmal nicht. Zeitverschwendung. Was? Ach ja. Raus mit euch. Ja. Und wohin als nächstes? Weil du wolltest doch dein Foto schießen. Ach, das ist auch da unten erst. Jo. Endlich genug Platz hier hinten. Gladio braucht die halbe Bank, was? So, dann machen wir noch das Foto, fahren dahin und dann machen wir einen Cut. Nehmen wir das noch mit. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wird bestimmt echt nice sein. Sehen wir uns etwas die Landschaft an, die Landschaft an, die Landschaft an. Gucken, ob es hier wieder fiese Monster gibt. Aber im Moment ist nichts zu sehen. Das hat aber nichts zu bedeuten. Überhaupt nichts hat das zu bedeuten. Ignis, halt an. Verstanden. Ja. Wir sind nämlich da, Digga. Da hinten könnte man zelten, brauchen wir aber nicht. Wow. Kein Gegner? Das ist doch äußerst mysteriös. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Los geht's. Fotozeit. Komm, prompto. Das hier löschen wir mal. So, Dille. Oh, großartig. Na, sind wir mal gespannt, wie es hier weitergeht. Genau, zum Aufgabenziel bitte. Kühnheit auf Rädern. Aha! Ja, nice. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut, dann werde ich nämlich die beiden Nebenmissionen erstmal erfüllen, bevor es dann zur Hauptmission wieder zurückgeht. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und supportet das Ganze, haut rein!